Also die Anforderungen an die Landwirtschaft haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Immer mehr Allgemeinwohlleistungen wie Blühstreifen, Biotopverbund, Schutz von Wiesenbrütern, Verringerung von Emissionen. Und das verringert die Möglichkeiten der optimalen Ausnutzung der Fläche und führt zwangsläufig zu Ertragseinbußen. Was wird in Zukunft die Aufgabe der Landwirtschaft sein? Werden sie zu Klima- und Umweltwirten werden müssen, Frau Singer? Naja, also Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das glaube ich, ist immer schon Teil der Landwirtschaft. Da sind wir uns einig. Und die bayerischen Bauern nehmen ja zahlreich Teil an diesen Kulturlandschaftsprogrammen, an Vertragsnaturschutz. Und welche Branche außer uns kann CO2 binden? Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich meine, Corona hat uns ja sehr deutlich gezeigt, wie wichtig ist eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln. Also, eigentlich versteht man es nicht, dass es nicht der Stolz und ein oberes Ziel in der Staatsregierung ist, dass man sagt, wir können unsere Bevölkerung aus dem eigenen Land heraus ernähren. Und natürlich wollen wir Umweltschutz leisten. Und es wird auch mehr werden. Wir stehen vor einer neuen GAP. Wir werden diese Herausforderungen annehmen. Das ist nicht die Frage. Aber diese Gemeinwohlleistungen, auch da braucht es einfach eine Finanzierung. Das kann man nicht zum Nulltarif machen. Wir werden sehen, was uns die neue GAP bringt, wie es weitergeht und wie uns auch dann auch Bayern weiterhin begleitet. Also viele Herausforderungen zu dem ganzen Tierschutzthema dazu. Herr Dr. Herz, wie sehen Sie das? Sind die Anforderungen mittlerweile zu hoch? Ich stimme der Frau Singer zu. Der Klimaschutz, Umweltschutz, das waren und sind schon immer Aufgaben der Landwirtschaft. Das haben wir ja vielfach auch schon immer zum Nulltarif gemacht. Aber wenn jetzt gerade auch mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik, die ja dann hoffentlich ab 2023 in Brüssel, aus Brüssel heraus starten kann, wenn hier mehr über Umweltschutzprogramme gearbeitet werden soll, dann muss das natürlich beim Landwirt auch entschädigt werden. Gell? Wir können hier, die Frau Singer hat gerade Blühflächen erwähnt, das machen wir gerne, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch wie im Kulturlandschaftsprogramm ist ja die Gefahr da, dass wir diese Leistungen nicht mehr anerkannt bekommen, sondern dass man sagt, das ist schon Standard und dass wir hier nicht mehr diese Ausgleichszahlungen bekommen. Und das ist natürlich den Landwirten nicht zuzumuten. Da müssen wir den Menschen sagen, wenn hier ein Mehr an Klima- und Umweltschutz getan werden soll, dann müssen die Landwirte auch entsprechend entschädigt werden. Man muss vielleicht an die ganz klar sagen, wenn ich da noch ergänzen darf. Die Weltbevölkerung wird immer mehr. Wir hören von Temperaturen in Amerika, also in Ländern, die landwirtschaftlich nutzbare Fläche wird immer weniger. Und wir unterhalten uns darüber, dass wir eigentlich keine landwirtschaftliche Produktion mehr wollen. Also ich muss sagen, mein Selbstverständnis als Bäuerin ist, ich möchte Lebensmittel erzeugen und als Zusatz nutzen, die Kulturlandschaft erhalten und was für die Umwelt tun. Das war immer schon meine Intention und das soll es auch bleiben. Ich würde mich nicht wohlfühlen, also es gibt Landwirte, die sind nur noch Landschaftspfleger, aber für mich, ich bin Milchbäuerin und ich bin leidenschaftliche Herstellerin von Lebensmitteln und das ist mir ganz wichtig. Also für mich ist es eine Kombination, die ich auch so weiterleben möchte. Und ich möchte unserer Gesellschaft und unserer Politik dringend empfehlen, genau hinzuschauen, wo man denn das Essen wächst nicht im Supermarkt, auch wenn wir das Gefühl haben. Also manchmal schockiert mich die Einstellung unserer Gesellschaft zu dem Thema Lebensmittel oder wie gehen wir mit landwirtschaftlichen Flächen um. Herr Borchert, haben Sie auch das Gefühl, dass die Produktion von Nahrungsmitteln so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird? Ist das vielleicht sogar gewollt? Werden die Landwirte jetzt Umwelt- und Klimawirte? Also Sie haben mir zu Beginn gefragt, ob Umwelt- und Klimaschutz eine Aufgabe der Landwirtschaft ist. Also Umwelt- und Klimaschutz ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft und natürlich auch der Landwirte. Und die Aufgabe der Landwirtschaft bleibt auch in Zukunft die Produktion von Nahrungsmitteln. Aber diese Produktion muss zunehmend umweltfreundlicher und klimaschutzfreundlicher werden, als sie das manchmal in der Vergangenheit war. Da müssen wir unseren Beitrag zu leisten. Aber wie auch in anderen Bereichen zeigt sich eben auch in der Landwirtschaft, dass dies nicht allein über den Markt zu erreichen ist. Die Energiewende, die wir vorgenommen haben, um
klimafreundliche Energie zu produzieren, wäre ohne eine öffentliche Förderung nicht möglich gewesen. Und genauso brauchen wir auch da, wo wir die landwirtschaftliche Produktion in Richtung mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz verändern, einen Ausgleich der höheren Kosten durch den Staat. Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in vielen Bereichen erleben wir im Augenblick, dass wir die notwendige Veränderung in Richtung mehr Klimaschutz und mehr Umweltschutz nicht für den Markt erreichen, sondern dazu eine staatliche Förderung notwendig ist. Und dies gilt in starkem Umfang für die Landwirtschaft. Und da müssen wir sowohl im nationalen Bereich wie aber vor allem im europäischen Bereich die Weichen auch weiter in Richtung Ausgleich verstellen. Das darf nicht zulasten der Landwirte gehen, sondern die Nahrungsmittelproduktion muss mit den Klima- und Umweltauflagen auch in Zukunft für den Landwirt einkommensmäßig leistbar sein. Und das geht eben nur mit öffentlichen Zuschüssen. Herr Dr. Herz, haben Sie da was zu ergänzen? Ja, ich möchte in der Diskussion aus meiner Sicht noch einen wichtigen Punkt ergänzen. Und zwar auch, weil wir gerade im Schweinebereich in Deutschland auch immer weniger Betriebe bekommen. Wir sollten die Regionalität, also das Verwenden und Anbieten regionaler Produkte in Deutschland noch wesentlich stärker fördern und betonen und in den Mittelpunkt stellen. Da rede ich natürlich auch mich und meine eigenen Kollegen, meine ich damit, da hat die Politik Aufgaben. Wenn ich in mein Nachbarland Österreich schaue oder auch in die Schweiz, dann sind in den Regalen wesentlich mehr Produkte aus heimischer Produktion. Also unter heimisch verstehe ich zum Beispiel Produkte aus Bayern. Und da haben wir noch Nachholbedarf, denn das wäre ein Beitrag zu mehr Klimaschutz ohne großen Aufwand.